hat 51 Grad Fahrenheit, ungefähr 9, 10 Grad Celsius. Ich trage eine Jacke. Für den gemeinen Floridianer ist das ein Temperaturbereich, in dem man kurz vor dem Frieren steht. Was heißt, Winter ist jetzt auch hier in Florida angekommen. Sicher über das Ganze. Unscharf. Die Kamera ist unscharf. Two Mickey's Mounties and so one coffee and one hot chocolate, please. Scheiße schmeckt der Scheiße. Der Himalaya Express. Wir sind im Disney World Park heute. Also im, wie heißt's? Im Animal Kingdom. Einem der vier Parks im Orlando Disney World Komplex. Jo, war Kreisch. Der Park ist ziemlich cool. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob der mir von allen Parks am besten gefällt oder ob es doch das Magic Kingdom ist mit dem Schloss. Auf jeden Fall ist er ziemlich cool. Sehr grün, sehr urig, ein bisschen Zoo und hat geile Thrill Rides. Ist aber halt trotzdem nicht Europa-Park, ne? So. Und hat den mit Abstand schlechtesten Kaffee ever. We'll be right back.
die Welt von Pandora. Es kommt wahrscheinlich im Video nicht annähernd so gut rüber, aber das haben die Jungs von Disney hier total geil hinbekommen. Ich denke, ihr habt alle Pandora diesen, ich weiß gar nicht, wie er hieß, wisst schon, diesen Avatar geguckt. Und das haben die hier echt super geil eingefangen. Ich bin begeistert. Wer im Urlaub in Disney World ist und nicht Zeit hat für alle Parks, der sollte auf jeden Fall das Animal Kingdom mitnehmen. Atlantikküste. Bei Mitte 20 Grad und im Sonnenschein. Ich mag Florida. Nächster Versuch. Mit Hose. Gar nicht mal so kalt eigentlich. Also eigentlich noch voll badetauglich. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Wer von euch Surf-Freak ist und Disney mag, Disney Resort, ordentliche Wellen. Ron Surf Shop. Also falls ihr irgendwie noch keinen Plan habt, wo ihr nächstes Jahr im Sommer oder im Winter Urlaub machen wollt, ich wüsste da was.